Wir müssen ganz deutlich sagen, in diesem Lande, dass Eskalationsvermeidung also nicht eine erfolgsversprechende Strategie ist. Ich schätze auch, wir werden die ein oder anderen Versuche von Herrn Putin sehen, unsere Geschlossenheit wirklich zu testen. Nicht in der Ukraine, sondern irgendwo anders in Europa. Darauf bereite ich mich jedenfalls, versuche ich so ein bisschen mich emotional geistig vorzubereiten.